Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Wieder mit dem Bubby, wieder Satisfactory. Jetzt wäre es beide nicht rausgekommen. So, wir müssen hier, wie ihr oben seht, Phase 3. Wir brauchen 500 von diesen modularen Motoren. Wir produzieren hier auch fleißig und da wollten wir nicht rein. Wir haben jetzt hier 100, 200, 250. Wir brauchen noch 32, das heißt, wir müssen es noch ein bisschen laufen lassen. Wir nehmen die jetzt noch nicht raus, sondern lassen die jetzt mal laufen. Ich würde gerne heute in dieser Folge endlich aufhören mit diesem Ausladen dieser Lagercontainer. Ich würde echt gerne hier Förderbänder machen. Und das heißt, ich würde gerne, was nicht genügend Material, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Eisenstangen. Wir brauchen Eisenstangen. Schau, was machen wir hier? Wir wollen Förderband und wollen hier 500 mal machen. Das heißt, warum brauchen wir denn Eisenstangen? Ich wollte doch eigentlich nur das Förderband machen. Oder geht es da um die Stützen? So, wir nehmen mal Eisenstangen mit. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? So, hier sind sie, oder? Genau, die nehmen wir mal mit. Und dann machen wir den neuen Versuch. Wie gehen wir am besten nach oben? Eventuell hier rüber. Hier vorbei, ja, könnte funktionieren, so, könnte funktionieren oder hier hinten durch. So, ich gehe jetzt erstmal hier, Fly M, halt, Fly, oh, jetzt aber hier. So. Fly M. Und eventuell gehen wir hier unten durch. Und dann hier hinten hoch. Das machen wir so. Genau, das machen wir so. Weil dann könnten wir theoretisch beide Förderbänder zusammenlaufen lassen. Weil das kriege ich theoretisch hier hinten dann auch rüber. So, MK3 Förderband und mal bis hier hinbauen. So, dann ziehen wir das mal weiter und dann machen wir mal bis hier hin. So, und nun ziehen wir das von da hinten. So. Hier raus. So. Halt. Hier rüber. Hier rüber. So. Und hier müssen wir dann einen Fusionator mal machen. So, wir wollen. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Das will ich eventuell so machen und dann lasse ich den hier reinlaufen und den hier reinlaufen und dann geht es hier wieder raus und hier hin und dann ziehen wir hier hinüber. So, und jetzt müssen wir mal ein MK3 Förderband. So. Wie haben wir das sonst immer gemacht? Stahlträger fehlen. Stahlträger fehlen. So, dann nehmen wir da mal 200 mit.
Weil das ist echt mühselig, das alles hier manuell reinzuschiffern. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So. Jetzt, pass auf, jetzt probieren wir hier nochmal den Lift. MK3 Lift. Machen wir hier. So, und dann hier runter. So, wir gehen mal kurz am Boden runter, um das besser beurteilen zu können. So. Wo geht er hin? So. Das passt. So, jetzt ziehen wir hier oben noch ein. Sehen wir, haben wir hier falsch gebaut. So, jetzt pass auf. Wir machen das jetzt mal anders. Wir ziehen jetzt hier ein Band bis hier hinaus. Und hiervon nehmen wir dann einen, genau, einen Lift, den wir bis hier runterlaufen lassen. So. Dann haben wir das mal erledigt und nun, ups, müssen wir hier die mal rüberlaufen lassen. So, so hin. Und dann von hier rein. So. Jetzt sollte alles laufen. Der schiebt jetzt hier hoch. Oh, stopp. Stopp, wir haben ja hier einen Denkfehler. Wir müssen ja hier gar nicht rein, sondern wir müssen ja hier rein. So, dann müssen wir das nochmal schnell abbauen. Den Lift, den hier auch. Und machen wir das auch nochmal weg. Und dann würde ich echt sagen, wir ziehen ein MK. Ich würde gern auf der Höhe bleiben. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen hoch. So. Einmal. Zweimal. So. Schön, schaut anders aus. Also. Nochmal hier. Die Gerade. So, machen wir den hier weg. So, da ist so, so, so. Das wird dann hier reinlaufen. Und nun müssen wir. Warte, die falsche Taste. Die 7. Und die müssen wir. Hier entlang. Und dann hier. Wir müssen zuerst mal den Lift bauen. So, von hier. Von hier. Nach. Hier bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen ihn so hoch bauen. Und dann müssen wir sagen, von hier nach hier rein. Dann geht er automatisch nach oben. So. Geht hier vorbei. Hier nach oben. Hier rein. Hier rüber und dann hier in den Container rein und hinten wieder raus.
So, theoretisch dürften wir hier keine Probleme kriegen. Aber wir brauchen nicht mehr ausladen, sondern wir haben hier eine automatische Verpflegung. Das Einzige, was wir aufpassen müssen, wir brauchen genug Kohle. Das heißt, wir brauchen hier Holz. So, hier ist, glaube ich, genug Kohle drin. Hier kriegen wir auch nichts mehr rein. Hier kriegen wir, hier könnten wir die restliche Kohle, die wir hier drauf haben, hier reinschmeißen. So, Stallbahn haben wir hier zerab, zap, zap. Und dann schiebt er das alles rein und hier raus. Ah, hier kommt schon ins Stocken. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass wir es hier fusionieren, weil das läuft eigentlich hier wunderschön. Aber wie ihr seht, uns gehen hier die Barren nicht aus. Das heißt, wir produzieren hier ununterbrochen an unseren drei Stationen unser Material und wir dürften dann dementsprechend langsam hier unsere Dinge voll bekommen. Das schaut schon mal gut aus. So, das war der erste Schritt. Wir, das Einzige, wie gesagt, was wir aufpassen müssen, ist, dass wir genug Holz haben und dass wir genug Kohle haben. Hier drüben haben wir genug Kohle. Hier, wo haben wir hier den Strom? Den ziehen wir von da. Also Strom passt. Und hier brauchen wir ein bisschen Holz. Schauen wir schnell hinter in unsere Anlage. Wird da noch ein überschüssiges Holz haben. So, das nehmen wir mal mit. Die produziert aktuell eh nicht, weil unsere Anlage voll ist. So. Das Holz schmeißen wir dann dementsprechend, schmeißen wir hier ein bisschen was rein. So, hier mal 3, 6, 8, knapp 10 voll. 10 voll. Ah, hier haben wir noch mehr drin, dann klatschen wir den Rest wirklich hier hinein. So, jetzt haben wir das Holz hier drin. Er produziert hier schöne Kohle und die Kohle läuft hier rein, läuft da rein. Und so. Füllen wir hier mal auf. Eisenerz. Füllen wir auch mal auf. Ist der hier mal ordentlich produziert. So, es läuft hier raus. Wir können natürlich jetzt das mal rausnehmen. Und hier hinten auch mal rausnehmen. Irgendwann wird es zum Stocken anfangen. Also entweder weil der Strom ausgeht auf irgendeiner Ebene, wie hier beispielsweise, dass er hier beispielsweise die drei Maschinen nicht mehr produziert oder sonst irgendwas. Aber bis jetzt läuft es noch. So, hier laufen meine Sachen rein. Schauen wir mal, was passiert. Ja, hier läuft das ein oder andere in den Shredder. 67 Coupons haben wir schon und glaube ich in meinem Kiste vorne am Start haben wir schon 22 mal ausgedruckt. So, hier ist alles fleißig am Laufen. Hier haben wir aktuell nichts drin. Hier geht nur die Geschichte raus. So, was haben wir hier? Keine Eisenplatten. Keine Eisenplatten. So, müssen wir wieder in die andere Richtung. Also, wie gesagt, es ist eine schreckliche Anordnung, die ich hier gemacht habe. So, hier nehmen wir ein paar Eisenplatten raus. Er füllt wieder fleißig von unten auf. Ja, ist auch voll. Somit sollte das... Oh, ist hier los? Ah, wir brauchen hier verstärkte Eisenplatten, aber das sind doch welche drin. Und hier Schrauben. Was haben wir denn hier?
Irgendwo. Ja, wir brauchen keine verstärkten Eisenplatten. Wir brauchen normale Eisenplatten. Das ist das Problem. Ich habe falsch befüllt. MK3, das heißt Nummer 7. Wieder hier rein. So, es läuft wieder hier rein. Und der hier produziert jetzt wieder seine verstärkten Eisenplatten. So, das läuft auch, das läuft auch. Das läuft auch durch. Hier unten. Hier unten. Läuft auch alles durch. Das Einzige, was wir hier das Problem haben. Ah, gut, dass wir nachgeschaut haben. Hier unten geht uns immer wieder der Strom aus. Wenn wir hier nicht nachfüllen. So, warum ist denn das weiß? So. Ja, wir lassen ihn hier dahin laufen. Und, ich habe gesehen. Ah, genau, was ich auch noch getan habe. Zeig's euch kurz. Ich habe mein Plateau hier ein bisschen erweitert, also ein bisschen viel erweitert. Ihr wisst ja, hier haben wir aufgehört gehabt. Hier war so die Grenze. Also ich habe hier einiges dran gebaut, weil ich gerne später dann, wenn hier dieses Zentrallager mal läuft, hier oben die ein oder andere Produktion natürlich weiterhin laufen lassen würde. Und somit habe ich das Fundament schon mal gebaut. So, was wollte ich hier jetzt... Liste löschen. Was wollte ich hier oben jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Was wollte ich hier oben? Ich weiß es nicht mehr. So. Hier haben wir. Hier haben wir auch. Also so viel Kupfer brauchen wir gar nicht. Es läuft hier schön rein. Hier unten haben wir aufgefüllt. Hier war aufgefüllt. Genau, ich wollte hier hinter. Hier hinter und schauen. Ob wir hier mal auffüllen. So, weil den ein oder anderen... Beton brauchen wir langsam wieder. Es ist zwar jetzt nicht so, dass ich Knappheit von Beton habe, aber wie ihr seht, hier oben ist zwar voll, aber unten geht locker noch eine halbe Kiste. Somit lassen wir ein bisschen was reinlaufen. Und nun schauen wir runter, was passiert. 100, 200, 300. Das heißt... So, schauen wir, ob hier weiter produziert, ob wir... wir brauchen diese intelligente Beschichtung. Intelligente Beschichtung. Das war sie nicht. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich sehe sie schon wieder nicht. Ist hier oben irgendwo. So, wir müssen wieder auf die andere Seite rüber. Weil ich sie schon wieder nicht sehe, weil sie hier ist. So, da haben wir zum Glück ein bisschen was auf Lager. Die haben wir wohl irgendwann mal schön produziert. So, in die Mitte war es, glaube ich, genau. So, hier lassen wir da wieder reinlaufen. Lassen wir das schön weiter produzieren. Wer weiß, wann wir diese... modularen Motoren irgendwann wieder brauchen werden. So. Fly. Zack. Und wir, ups, das wollten wir nicht. Wir wollten hier hin und sagen, wir schmeißen sie rein und sagen, laden.
und senden. Tschack, weg ist er. Und die Phase 4 möchte von mir Folgendes. 4000 Montageleitsysteme, 4000 Magnetfeldgeneratoren, 4000 thermale Raketen, 1000 thermale Raketenantriebe und 1000 nukleare Pasta. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir diese vier Sachen herstellen, aber dass die finale Phase im Early Exit ist, ja. Lassen wir uns überraschen. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt mal hoch zu unserem Hub. Und in unserem Hub gibt es jetzt Stufe 7 und Stufe 8. Das heißt, wir haben MK4 Maschinen, alles was das Herz begehrt. Dann haben wir MK3. Sorry, ich muss kurz was trinken. So. MK3, was ist denn das eigentlich? Ein Turbomotor, um Gottes Willen, wo steuert man den her? Okay, den Supercomputer weiß ich. Aber ich brauche erstmal hier diesen Turbomotor, diesen Logistik MK5, da schau her. Schutzanzug. Wo kriege ich da? Hier kann ich den Supercomputer bauen. Aber wo kann ich? Wo kann ich? Da ist der Turbomotor. Und das heißt, wir brauchen verschmolzene modulare Rahmen. Supercomputer, Stahlrohre. So, jetzt wird es interessant, weil ich habe keine Ahnung, welchen Meilenstein wir wohl am besten, mit welchem wir wohl am besten starten werden, weil ich eigentlich ja nichts gesehen habe, was ich irgendwie hätte. Okay, das habe ich. Bis auf diese Aluminiumplatte. Diese Aluminiumplatte wird wo hergestellt? Wird wo hergestellt? Die wird hier hergestellt. Also gehen wir in diesen Meilenstein hinein. Da wo wir wahnsinnig viel... Was ist denn ein Mixer? Ein Mixer kann Flüssigkeiten mixen. So, das wird meines Erachtens unser erster Meilenstein werden. Den nehmen wir jetzt hier. Wir brauchen 50 Computer. Wir brauchen 100. So, wir gehen mal in unser Lager und sagen, so, wir sind hier, wir brauchen Motoren, so, da haben wir genug da, Motoren haben wir gesagt, brauchen wir 200, die haben wir, so, kein Problem, Plastik haben wir ganz hinten, dann brauchen wir die verstärkten. Die verstärkten brauchen wir 100, das heißt zwei davon ist auch kein Problem. Und dann... So, wir müssen auf alle Fälle mal anfangen,
irgendwelche Leitersysteme zu bauen. 50 Computer. So, und Plastik 500. So, das war's auch. Diesen Meilenstein können wir tatsächlich jetzt in dieser Folge noch abschließen. Wobei ich den jetzt nicht abschließen werde, weil ich würde sagen, das heben wir uns auf alle Fälle für die nächste Folge auf. Der rote Button ist da. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Diese Folge ist Phase 3 gewesen. Wir haben Phase 3 abgeschlossen. Und so, ups, hallo, ups, das hat wehgetan. So, wir machen hier nochmal ein schönes Foto. Ja, vielleicht nicht unbedingt vom Baum, aber machen wir hier ein schönes Bild. Können wir rauszoomen? Ne, ja, wir können nur näher hinzoomen. Das bringt uns alles nichts. Gut, ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge der Bappi.